heute wollen wir uns um diese Ratte kümmern. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick, wie gesagt. Ist an sich... Man könnte es auch als Schummelei verzeichnen, aber... Muss ich mir überlegen, wo sind jetzt die Viecher nochmal? Ich werde vermutlich jetzt gleich getötet, weil ich ähnlich wie ihr einen völlig schwarzen Bildschirm habe. Ich überhaupt nicht sehe, wo sie sind. Da oben ist doch eine. Nee, die nicht. Muss ich jetzt tatsächlich Pfeil und Bogen nehmen? Wo kommst du plötzlich her, bitte? Nee, komm. Habe ich jetzt eine genau... Ja, das ist... Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Wenn ich jetzt sterbe, verliere ich wieder drei Seelen. Soll ich die Ratte doch normal nehmen? Na komm. Eigentlich müsste die zu besiegen sein. Wenn ich nicht so ungeschickt bin. Sollte ich vielleicht nicht halbkrank spielen? Das ist nie gut. Das kann nur schlecht sein. Nicht umdrehen. Ich habe kein Futter für dich dabei, wie gesagt. Organisation und Ratten, das passt halt schon irgendwie zusammen, wie eine Faust aufs Auge. Aber sie könnten sich ruhig von mir aus noch ein bisschen vermehren. Oh, nein. Okay, nein, können sie nicht. Ich behalte jetzt wieder Sachen, die absolut nicht stimmen. Also ungeschickt wie ich mich im Moment verhalte, werde ich vermutlich einfach nicht schlecht Idee. Ich könnte es ja wie gesagt eigentlich die Abkürzung nehmen, aber der hat wirklich sehr viel mit sehr viel Glück in der Menschlichkeit droppt und ich eigentlich die Menschlichkeit hier farmen möchte. Nehme ich jetzt die Ratten wieder mit. Und ich hoffe, das ist im Video nicht so wie jetzt bei mir, nämlich dass die Framerates wirklich einreichen. Also, ich habe letztes Mal, wo ich das gedacht habe, es würde schon eine schlechte Videoaufnahme geben, weil wirklich die Framerates eingebrochen sind. Komischerweise bei euch lief es normal weiter. Was mich positiv stimmt. Denn das bedeutet, auch wenn ich ein komisches Spiel vermieden habe, ist zumindest die Videoaufnahme gegeben. Das Problem ist halt einfach, man kann nicht reagieren. Wenn die Bewegung einfach nicht stimmt. Wenn alles ein bisschen verzögert ist. Die Gegner eigentlich plötzlich ganz woanders stehen, als sie eigentlich zu erwarten wären. Ich sag nur Drachenschwanz. Das wird mich, glaube ich, durch diesen Let's Play begleiten. Das kann ich immer noch nicht überwunden. So etwas Einfaches. Kann man da wirklich... Wie kann man nur? Da wäre wirklich sehr einfach. Einmal Blitzschaden aufs Schwert. Hinrennen im richtigen Timing. Und dann ist das eigentlich gegessen. Ich gehe jetzt dieses Mal hier durch, damit wir das auch gesehen haben. Der andere Weg habt ihr ja vorhin gesehen. Das Problem ist halt einfach, der ist ja ein bisschen länger. Da seht ihr schon. Dieses Vieh nimmt so gut wie gar keinen Schaden mit der Waffe. Aber auch das geht irgendwie. So, komm. Jetzt sind wir auch schon gleich wieder da. Wichtig ist,
Ihr seht das wieder hier. Ich falle jetzt hoffentlich nicht runter. Ja, wobei, komm. Wir gehen jetzt keine Risiko ein. Will euch das ersparen, das wäre nämlich ein größerer Umweg. Und die Ratte können wir auch gleich mitnehmen. Jetzt muss ich schauen, dass ich mir eine Menschlichkeit zuerst mal wieder halte. Wo ist sie denn? Okay, sie ist hier. Also nicht die Ratte, sondern die Menschlichkeit. Ich hoffe, ich komme da ran. Wieso kommt die Ratte nicht ins Ziel? Also auch dieser Trick hier würde gehen. Ihr seht das. Sie immer wieder anlocken. Dann zurückweichen. Von hinten wieder ran. Und dann hier in der Mauer verstecken. Ist auch eine sehr effektive Methode. Also relativ einfach. Problem ist wirklich, bei mir ist jetzt, mein Computer ist komplett überfordert. Ich hoffe wirklich, die Videodatei leidet jetzt nicht darunter. Aber die Ratte hier, die ist schrittweise, kommt die zu mir. Und jetzt lass mich rein. So, eigentlich ist sie schon tot. Nee, das könnte noch gefährlich werden. Na, jetzt ist sie aber weg. Das Schöne ist, eben zieht oft auch eine Möglichkeit. Und ich zeige euch nachher eben, wie gesagt, wie wir da noch einfacher reinkommen. Ich traue mich jetzt einfach nicht im Moment, weil ich mich ein bisschen ungeschickt verhalte heute. Habe ich das Gefühl. Das kennen wir, da waren wir gerade davor. Und auch hier waren wir. Das kennen wir noch. Und jetzt, wenn man hier links vorbeigeht, das mache ich jetzt. Ich hoffe, dass ich eine Abkürzung, jetzt muss ich nur noch überlegen, das war er, genau. Nein, daneben gesprungen. Schlecht. Bisschen daneben. Ich hätte noch mehr auf die Seite müssen. Denn jetzt kann ich eigentlich diese Viecher hier, also die Froschviecher, die spritzen Gift. Kennt ihr diese Giftwolke? Und die solltet ihr euch nicht begeben. Deshalb wartet lieber. Und lasst euch lieber nur auf Nahkämpfe ein. Boah, das sind ja zwei Ratten. So. Jetzt überlege ich mir gerade, soll ich jetzt Reiterknochen benutzen? Weil eigentlich wird es hier eine Begegnung geben, die ich schon noch erleben möchte. Okay, komm, du darfst noch. Komm. Hier bin ich. Ja. Jetzt geht noch wieder hinten und dann würde ich sagen, ich will den Heim verknüpfen. Ja. Ich hab hier hinten was. Nein, nicht ganz. Jetzt bin ich gerade top falsch. Oder was? Doch, es war hier hinten. Ja, genau. Hier um die Ecke hat es nämlich einen Frosch. Und das ist nicht der einzige. Oh, er hat schon angefangen zu giften. Nee, jetzt will er wieder.
pulst er sich auf und dann versprüht er dieses Gift. Steht da nie rein. Also ihr könnt schon, aber einfach, ihr müsst genügend Giftresistenzen haben. Dann könnt ihr das von mir aus machen. Denn sonst passiert euch das, was hier passiert ist. Das ist nebenbei ein Spieler. Also hier ist ein Spieler tatsächlich so gestorben. Also das Ding hier ist eine Spielerleiche. Oh. Unterschlagen. Das Auge des Todes ist ein PvP-Item. Musste ich kurz die Videoaufnahme unterbrechen, denn ein blöder Virenalarm hat angeschlagen. Allerdings nicht wegen dem Virus, sondern einfach wegen der Virenkontrolle. Die haben vergessen auszuschalten. Na, komm. Schaffen wir hier doch nicht diese giftige Atmosphäre. Seht ihr unten, wie der Giftbalken ausschlägt? Das war, weil ich jetzt in diesem Nebel stand. Wenn ihr euch nicht schnell wieder aus diesem Nebel begebt, dann werdet ihr wirklich sehr schnell vergiftet. Ach ja, wir waren bei diesem Auge des Todes. Hier ist es. Mit dem könnte ich eigentlich, also, wie soll ich jetzt das sagen? Ich kann mit dem Spieler zu mir locken. Das heißt, wenn irgendjemand PvP machen möchte und ich jetzt diesen Knopf, beziehungsweise dieses Auge des Todes auslöse, dann wird er zu mir gelockt. Hat den Vorteil natürlich, dass ich forcierten PvP-Kampf machen kann. Muss man natürlich auch gut überlegen. Muss natürlich dann auch bereit sein. Schön ist halt, eben man löst selber aus. Aber natürlich, ich meine, wer sich für PvP meldet, der hat normalerweise eine gewisse Grunderfahrung. Und das Schlimme ist, man spielt ja mit allen zusammen, also auch mit den Xbox-Spielern und mit anderen. Und es gibt da diverse Waffen, Cheats und alles mögliche. Also leider ist das PvP da nicht immer so fair, wie man sich das erhofft. Oh, scheiße. Vergessen, dass ich hier unten dran nochmal ein paar hat. Jetzt wäre ich fast in die Falle gegangen. Das habe ich komplett vergessen. So, jetzt noch einen und dann habe ich es dann. Da habe ich aus der Giftwolke. So. Und die Seelen sammeln sich an für nichts und wieder nichts. Hier hinten ist noch ein Item, wegen dem bin ich eigentlich hier. Ich glaube, hier drin ist noch einer. Weiß man. Hier ist nochmal einer gestorben. Oh. Armer Kerl. Ring des bösen Auges, genau. Das schützt, wenn ich mich richtig erinnere, vor Gift. Mal kurz, ich habe ja eh keinen zweiten Ring. Die Legende besagt, dass dieser Ring den Geist des bösen Auges in sich trägt. Eine dunkle Bestie, die Artorias getötet hat. Der Stärke des bösen Rings lässt sich nicht erschüttern und Tepe wird von gefallenen Gegnern absolviert. Ach nee, das ist ja der. Stimmt, das ist ja der. Auch ein sehr schöner Ring. Allerdings bringt er relativ wenig, weil die Lebenspunkte doch eher gering sind, wenn man hier absolviert. Muss ich überlegen, dass ich den richtigen Weg wieder erwische. Hier ist wieder eine gestorben. Seht ihr? Der stand doch davor noch nicht hier. Ja, ich würde sagen, jetzt benutze ich diesen Heimkehrknochen. Wo ist er denn? Jetzt werde ich vermutlich aber gleichzeitig dann PvP auslösen. Das ist halt ein bisschen das Problem. Das heißt, ich mache jetzt einfach. Aushöhlung umkehren.
Ich werde jetzt auch bewusst nicht... Was? Ich werde jetzt auch nicht bewusst... bewusst nicht den... das weiter entfachen, sondern noch zuwarten. Denn, wie gesagt, die Dropchance möchte ich mir ein bisschen halten. So. Das ist allerdings ein sehr beliebtes PvP-Gebiet, in dem ich mich hier befinde. Jetzt muss ich mal kurz was... Ja, nee, ich mach's nächstes Mal. Zeige euch das nächstes Mal. Gehen wir wieder hier schnell durch. Mit eh gleich PvP, wenn ihr mich ausgelöst. Das Schlechte ist halt, ihr habt nicht eine gut ausgerüstete Waffe. Und bei mir PvP wird völlig schwer. Also, wenn man nicht wirklich gut gerüstet ist, was ich ja eben nicht bin, dann hat man eigentlich im PvP so gut wie keine Chance. Dann habe ich erst noch eine verdammt langsame Waffe. Die meisten kämpfen mit magischen Waffen, also sprich mit Feuerschaden, Magieschaden etc. Dann ist das Schild natürlich dementsprechend auch weniger. Das heißt, hier nehme ich mehr durch. Komm. Aber wir haben trotzdem eine Menschlichkeit erhalten. Also mindestens, wenn ich jetzt sterbe, mindestens die Menschlichkeit hätte ich wieder. Es gibt allerdings auch PvP-Formen, in denen sie mit einem gewissen Angriff Menschlichkeit absaugen können. Also mir die Menschlichkeit, die ich jetzt habe, diese plus 2, komplett entziehen. Ist auch ein nettes Gimmick. Allerdings ist der Angriff nicht ganz einfach. Hab ich aber einmal erwischt. Kommt. Ich hab keine Zeit. Ich will hier nur durch. Ist der andere schon tot? Ich habe diesen Herzstillstand bekommen. Vor Lachen. Auf meine Performance. Nein. Seht ihr, das ist nachher noch im PvP schlimmer. Nicht, dass diese Waffe so langsam ist. Oh, daneben. Nein, nochmal. Daneben. Ganz schlecht. So. Oh, Energie aufbauen. Und nein, leider keine Menschlichkeit. Renn. Wir wollen hier durch. Den Weg kennen wir. Da gehen wir jetzt innen durch. Dann müssen wir die Ratte noch treffen. Sehr schön. Da hinten ist ja auch nochmal eine. Und die große Ratte ist jetzt natürlich tot. Also die steht jetzt hier nicht mehr. Die ist zum Glück einmalig. Und ich überlege mir, soll ich jetzt... Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt die Abkürzung nehme, kommt dann der noch oder kommt dann nicht mehr? Ich glaube, er kommt eben leider nicht mehr, aber... Ne, wir riskieren es jetzt nicht. Wir gehen den normalen Weg. Ich muss mir kurz überlegen, war es jetzt links oder rechts? Oder links kommt ganz sicher dieser Frosch. War es jetzt rechts? Doch, ich glaube, es war hier. Genau. Ja, jetzt ist natürlich der schlechteste Moment von allen möglichen. Lass mich weg. War jetzt nicht ganz so gedacht. Das Gute ist, jetzt behindern sie sich momentan selber. Dieser Geist, der hier vorne steht, diese rote, das ist der Computer.
Das ist jetzt nicht irgendwie PvP, das ist angedeutetes PvP. Aber der ist leider auch nicht gerade ohnmächtig. Und das Problem ist mit diesem Ratten zusammen, das ist jetzt nicht so ganz einfach. So, jetzt bin ich bereit. Jetzt kannst du kommen. Jetzt trinkt er. Ach nee, macht er nicht. Ich dachte eigentlich, er trinkt. Also seine Geschichte ist, glaube ich, wirklich alles täuscht. Er ist hier auch auf Abenteuerjagd. Und will halt keine Konkurrenz. Schlecht. War jetzt ein schlechter Moment. Du müsstest eigentlich schon lange tot sein, du Mistkerl. Jetzt aber. Ah. Dieser Kampf ist entschieden zu meinem Gunsten. Ihr seht jetzt, durch dass er tot ist, kann ich jetzt seine Energie übernehmen und habe dadurch Menschlichkeit erhalten. Und so genau wird es auch im PvP-Kampf funktionieren. Ich trinke aber noch kurz was. Denn hier natürlich. Das ist nicht die Kiste. Dann ist es. Warten noch. Dann ist es die Kiste. Oder? Da taucht irgendwo noch eine. Ich wusste doch, hier taucht doch irgendwo noch eine Ratte auf. So. Und dann kommen wir hier oben an. Und hier würde ich. Ihr seht, hier bin ich auch runtergerollt. Seht ihr das? Wenn ich das richtig mache, würde ich hier landen. Und das zeige ich euch gleich. Sobald der Gegner hier tot ist. Da oben hängt noch einer, wenn ich das richtig in Ordnung habe. Seht ihr den? Hier oben? Nicht dich. Hier oben. Ah. Einfach vorsichtig sein. Geht nicht in der Mitte. Und wie gesagt, die hier zu töten bringt eigentlich relativ wenig. Aber wenn man es halt nicht macht, vergisst man sie. Und stolpert logischerweise genau dann über sie, wenn man nicht will. Ich glaube, ich werde hier jetzt auch nicht angegriffen aufgrund zweier Dinge. Ich habe immer noch den Anfänger. Alt. Punkt 1 und Punkt 2. Ich bin auch nicht in der Level Range dieses Gebietes. Ich bin ein bisschen darunter. Da hängt gerade noch eine. Komm zurück. So. Dann hat es. Hier wieder einen komischen Kerl, dem lauschen wir natürlich wieder. I shall be an adventure. I'm Dawn of Xena. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. I'm afraid I don't see anything here. Also viel zu sagen hat er nicht. I'm afraid I don't see anything here. Den Gegenstand kaufen. Der wird jetzt wieder die Goldharze verkaufen, die ich eigentlich dringend gebraucht hätte. Dann natürlich dieses Kristallschwert, Kristallgrusche. Das könnte ich aber alles noch bekommen von bestimmten Gegnern. Die Rüstung hier, ich glaube, die gibt es wirklich nur von ihnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich brauche jedenfalls, nichts von ihnen. Viel wichtiger für mich hier unten ist, nein, nicht durchs Wasser. Viel wichtiges für mich ist dieser Teil hier.
denn ihr mögt euch vielleicht an diese Tür erinnern von der anderen Seite. Hier war die Riesenratte drin. Genau, genau. Also ich gehe jetzt hier wieder nach oben. Zerstücke hier alles, was möglich ist. Gehe hier wieder rein. Nee, das war jetzt nicht ganz das Ziel. Und raste wieder am Leuchtfeuer. Dann mache ich einen kurzen Cut an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen und hoffe, mich bald wieder gesund und munter bei euch melden zu können.